Hey und willkommen zum The Sims 4 Let's Build Video hier zum Green Echo in einer neuen Folge. Das ist das gute Stück und heute baue ich weiter hier live und ja, ungeschnitten. Ja, ihr habt abgestimmt das letzte Mal. Über 90% haben gesagt, das Bäumchen, das muss hier mit rein. Ja, cool, dass so viele auch mitgemacht haben und vielen lieben Dank für eure Kommentare. Es ist echt wieder jedes Mal spannend aufs Neue. Und heute geht's weiter und ich habe mir gedacht, ja, ihr habt auch geschrieben, wir brauchen eine Sauna und wo passt die besser hin als hier? Ich glaube, das passt hier ziemlich genau rein. Aber lasst mich schauen. Sauna. Wir haben eine Sauna in diesem für Wellness-Tag. Da gibt es eine richtig coole Holzsauna. Ich nehme mir auch so ein helleres Holz vielleicht. Mal gucken. Und die, ja genau, die passt hier perfekt rein. Das gibt's doch gar nicht. Und das Bild hier, das passt eh irgendwie total überall hin. Das macht gar nichts, wenn das hier fehlt im Wohnzimmer. Natürlich brauchen wir hier eine Wand. Und ich habe mir gedacht, ich baue heute vielleicht noch weiter in so einem Schlafzimmer. Mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und das wird so türkis, ne? Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Es gibt nämlich so viele coole türkisene Objekte jetzt auch mit Heimkino-Accessoires. Und ich habe hier noch gar kein Licht. Ich muss mal gucken, was wir hier für eine Tapete nehmen. Ah ja, die passt ja eigentlich ganz gut. Na, da können wir die gleiche nehmen wie hier im Wohnzimmer. Das macht doch gar nichts aus hier. Und dieser schöne, nee, dieser nicht. Welchen nehmen wir denn da? Irgend so einen schönen, ganz hellen Holzboden. Für diese Sauna. Mehr braucht es da drin eigentlich auch gar nicht. Und eine schöne Holztür. So eine vielleicht, ne? Ja, blau ist jetzt nicht so der Renner, aber das ist ein bisschen zu dunkel, oder? Und das passt eigentlich auch, ne? Passt zu den Lampen so ein bisschen. Ja, auch das dunkle Holz hier. Und wieso denn nicht eine Sauna im Wohnzimmer? Angrenzend zum Wohnzimmer. Bei so einer Art Haus ist es immer auch spannend. Hier können wir noch das Bad vielleicht reinpacken, dachte ich. Viele haben auch geschrieben, macht das nicht so dunkel. Das gucke ich nochmal. Aber jetzt habe ich mal Bock drauf, hier so eine Art türkisenes Wohnzimmer zu machen. Schlafzimmer natürlich. Ich mache hier erstmal ein bisschen Licht rein, damit es schön hell ist. Die Fenster hier angleichen, wie auf der anderen Seite auch mal mit hier. Machen wir schwarz oder machen wir weiß? Wir machen, glaube ich, immer weiß hier. Weiß passt immer. Passt zu allem. So. Ne, was haben wir denn da? Haben wir da auch weiß genommen? Ja, auch weiß genommen. Gut. Perfekt. Also ich möchte ein türkisenes Schlafzimmer machen. Türkises oder türkisenes? Keine Ahnung. Und da gibt es dieses Bett hier. Ich glaube, das können wir hier so hinpacken, oder? Ja. Ja, doch. Und ich mache gleich mal die Wände hier schön. Ich habe die Haare schön. Ich habe die Wände schön. Ja, warum ich das mache, fragt ihr euch sicher, warum ich das mache. Na, also einfach, weil ich sowas irgendwie noch nie hatte. Ich hatte mal im Einfamilienhaus so eine Art Strandwohnzimmer, war es dort wirklich. Und ich finde das einfach cool. Irgendwie so grün, blau, das passt dann auch mal zu dem Bett. Dann kann man diese Farbe nämlich von diesem, ja, von dieser Bettwäsche hier wieder mit aufnehmen. Und ich finde das, ja, das kann man halt nicht selbst einfärben, sowas, ne? Und deswegen muss man irgendwie halt versuchen, sage ich jetzt mal, diese Farbe hier irgendwie wieder aufzugreifen, zumindest die Töne. Das sieht jetzt ein bisschen chemisch noch aus, sage ich mal, für so ein Green Echo Haus. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, das passt wirklich ganz gut. Vielleicht können wir auch noch so eine Art Sandfarbe hier mit reinbringen. Dann sieht das ein bisschen wärmer aus auch, ne? Das machen wir doch mal. Wir gucken mal gelb in den Gelbtönen, was es da so gibt. Irgendwie was Sandfarbenes. Was gibt es denn hier schönes Sandfarbenes? Gibt es gar nicht so viel, ne? Gibt es gar nicht so viel. Aber das sieht doch ganz gut aus. Das Licht ist jetzt hier noch ein bisschen zu hell, zu streng. Oder könnten wir eigentlich auch so einen Schrank hier reinpacken? Müssen wir uns mal überlegen. Ne? Aber hier möchte ich eigentlich schon, dann haben wir hier doch, echt schade eigentlich. Jetzt haben wir hier keine Wand mehr frei. Dann mache ich doch die hier da. Und die hier da, so, dass ein bisschen Wärme reinkommt. Ein bisschen mehr strandmäßig Wasser, Lagune, wie auch immer. In die Richtung möchte ich das mal treiben. Mal gucken, ob das klappt. Hier passt ein Schrankchen. Was machen wir da? Gibt es da auch ein...
türkisenen Schrank oder einen blauen oder irgendwas in die Richtung, was da reinpasst. So ein begehbarer Schrank hier von Zeit für Freunde. Ich glaube, der passt eigentlich perfekt, ne? Das ist jetzt ein kleiner, aber ist okay. So, genau. Und da machen wir zu. Und dann gibt es hier auch nochmal, ne, da gibt es dann die Wand. Hier und die Ecke, die lassen wir einfach so, ne? Wieso auch nicht? So schön abwechseln, mal was anderes. Mal gucken, wie das aussieht nachher. Hier können wir vielleicht noch einen Arbeitsbereich oder so eine kleine Lounge-Ecke. Ja. Ja, ja, ja. Ja, das muss hier schon bleiben. Ah, da gibt es ja diese Palmen. Da gibt es diese Palmen, genau, die wollte ich unbedingt mit reinbringen. Da bin ich drauf gekommen. Ich habe ja dieses Vorstellungsvideo gemacht zu Heimkino-Accessoires. Und da ist mir ins Auge gefallen, da gibt es einige türkise Objekte. Türkise, ne, ich weiß immer noch nicht. Und da gibt es auch diese Palmen. Und die haben so einen schönen Topf, natürlich mit Grün hier. Also wir bleiben natürlich dem Motto treu, Hashtag Grünhaus auf jeden Fall. Obwohl, da gibt es eigentlich auch noch mal, da gibt es auch noch so blaue Blätter. Genau, so türkise Blätter gibt es hier auch noch. Gab es da nicht noch eine andere? Ah ja, mit Lila hier. Und das war es dann auch, ne? Alles nur dieses Lila. Ja, schade eigentlich. Das passt jetzt eigentlich gar nicht so rein. Nee, dann, ich nehme dann die grünen. Und wieso denn nicht hier nochmal eine eigentlich, ne? Das ist doch cool. Wäre ein bisschen anders, dass die nicht gleich aussehen, von der Form her, ein bisschen anders gedreht. Alt-Taste gedrückt halten und dann mit der Maustaste auch drücken und in die Richtung ziehen, dann könnt ihr das komplett frei 360 Grad hier bewegen. Für alle, die es immer noch nicht wissen, die Frage kommt so häufig, das ist echt der Wahnsinn. Was haben wir denn da für Oberflächen? Da gibt es auch diese schönen kleinen Glas-Nachttischschränkchen hier. Was sind die denn? Die sind doch cool, die passen doch da gut rein. Genau in diesem Ton hier gleich auch mal. Das passt zum Bett, ist so ein bisschen, ja, angespülte Kiste-Style, irgendwie in die Richtung. Oh, da hüpft die Kamera wieder. Und ja, das passt doch hier ganz gut. Doch, so irgendwie müssen wir das machen. Und jetzt hauen wir einfach mal in Komfort. In Komfort hauen wir nochmal diesen Grün-Blau-Filter rein. Und gucken mal, was es da noch so gibt. Was es da noch so gibt. Sowas würde natürlich auch gut passen, ne? Das passt auch ganz gut. Ist jetzt zwar vom Bett her eine falsche Farbe, sag ich mal, aber mir gefällt das hier ganz gut. Das ist so angespültes, helles Strandholz. Und bei den Couch-Dingern müssen wir nochmal gucken, was da Schönes gibt. No Limits hier in diesem Haus. Da dürfen alle Packs verwenden werden. Gut, der wäre mir so hier drin ein bisschen zu kitschig, muss ich sagen. Also da... Da, ja, vielleicht, ja, passt auch. Geht in die Richtung, aber ich mag diese Form eigentlich nicht so. Die ist nicht so modern, das passt eigentlich nicht so in das Haus. Sowas passt natürlich perfekt, ne? Aber ist jetzt halt weniger gemütlich irgendwie. Deswegen sehe ich davon mal ab. Und guck mal bei den Zweisitzern, was es da noch so gibt. So, was würde natürlich passen? Das holen wir jetzt mal raus. Und ja, sowas. Hey, hui. Ist ein bisschen zu krass wieder, ne? So arg kitschig möchte ich es dann doch nicht haben, so grell. Und oh, ja klar, die hier, oh die, der ist cool, der ist sehr cool, oder der hier, aber der ist wieder, der ist so bunt, möchte ich es eigentlich, ah ja, es ist eigentlich von den Farben her viel besser, aber so bunt möchte ich es eigentlich nicht haben. Ja, nee, dann nehmen wir die neutrale Variante und ich glaube, wir nehmen den wirklich. Es ist so ein Strandkorb in die Richtung. Dann, ja, kommt wieder ins Nirvana hier irgendwo. Den nehmen wir auf jeden Fall. Ja, klar. Was ist das denn geil? Ist das denn zu fassen? Den nehmen wir auf jeden Fall. Fast zu schade hier zum Umdrehen. Ne? Den müssen wir irgendwie so seitlich hinmachen oder so. Den können wir da hinstellen eigentlich, oder? So, doch, auf jeden Fall. Und dafür jetzt noch so einen kleinen Fernseher, Oberflächen. Ah, da gibt es die Schatztruhe, das weiß ich noch. Die ist so toll, die Schatztruhe. Gibt es die auch hier in dieser Türkis-Filterung? Gibt es die hier auch? Wo ist diese Truhe, diese Schatztruhe? Hier, da ist die. Oh, und die gibt es auch in Türkis.
Auch noch in einem helleren Blau, sowas. Ja, wir schalten dann nochmal durch. Oder eben in diesem hellbraunen Ton. Das wird auch passen. Ja, aber so eine Schatztruhe, die ist einfach irgendwie... Hey, gibt's da viele Farben. Die ist auch cool. Mal gucken. Die hier. Oder was gibt's noch? Die dunkle. Nee, die ist ein bisschen zu dunkel. Die passt hier nicht. Naja, jetzt sind wir, glaube ich, zweimal durch, ne? Die passt zu den Kissen. Müssen wir mal gucken. Welche nehmen wir denn da? Welche nehmen wir denn da? Welche nehmen wir denn da? Ich finde die eigentlich ganz cool. Ne, wir nehmen die helle, weil die Wand ist schon so. Vielleicht können wir da irgendwo noch so eine Truhe hinstellen. Hier vielleicht, ne? Und das Bild, das ist irgendwie doch nicht so passend, stelle ich gerade fest. Naja, wie gesagt, das kann man überall mal gebrauchen. Und dann, jetzt fällt mir schon wieder das nächste ein, da gibt es doch diese blöden Hängepflanzen, wo ich erst nicht wusste, was das sein soll. Ich habe Kommentar, oh, die Steine, die ist cool, das ist cool, das ist richtig cool. So Steine. Also ist mir schon wieder was in den Kopf gekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Was geht in meinem Hirn nur vor? Es gibt doch diese Seerosen. Wo sind die denn? Mal den Filter raus. Sind die nicht hier drin? Doch, hier sind die. Oh ja, das wird auch... Aber die hier und dann vergrößern und dann als Teppich, oder? Geil, ne? Richtig geil. Das ist jetzt Mini-Teppich. Ist das cool. Ist richtig schön. Abgefahrener Teppich. Passt auch zu diesem, ja, Wasser-Strand-Thema. So ein bisschen Teich. Ich kann es nicht erklären. Also es ist nicht komplett Teich, Strand, sondern auch, See, Wasser, Farbe. Keine Ahnung. Beach mit Dschungel. Elementen, irgendwie in die Richtung. Na, ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich, ne? Sagt jetzt nicht nö. Nee. Und Wasserfall wird hier natürlich auch perfekt passen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen too much dann. Aber da gibt es diese Hängedinger, bevor ich es wieder vergesse hier. Diese Wand, was ist das? Wanddeko, ne? Hängedinger, wo seid ihr? Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Handeln und Feilschen, ja toll. Das findet man auch so toll über die Suche. Was gibt's denn da? Gibt's da helles Holz? Sowas, ja, perfekt. Die machen wir groß. Wir sollen ja auf übers Bett hier hängen. Ja klar, dann kommt man rein und merkt das direkt. Genau, das ist wieder diese Schiffsseile oder was in die Richtung. Helles Holz. Bisschen crazy. Also komm, das hatten wir noch nie so, Leute, wirklich. Also ich finde das cool. Gebt ihr mal eine Chance hier. Also entweder findet das jetzt wieder hier total geil. Die würde ich jetzt am liebsten an jede Wand hier aufhängen. Oder ich finde das total scheiße. Was anderes gibt's nicht. Es ist einfach so. Ne? Man muss es wirklich so sagen. Entweder ich finde das geil oder ich finde das total scheiße. Das ist echt wahr. Und ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt hier machen soll. Ich hätte hier gern eigentlich diese Ausrichtung, weil ich jetzt gar nicht, wie ich die machen kann, soll, muss. Ein bisschen zu weit weg, ne? Was soll ich dann hier hinten in die Ecke reinhauen? Also wir machen da vielleicht ein... Nee, ne? Das ist auch nichts hier. Das muss schon irgendwie so bleiben. Und dann da so einen kleinen Fernseher drauf. Wo seid ihr? Elektronik. Da. Da, den hier, genau. So einen kleinen... Ja, komm, das passt, das geht. Da braucht man auch so einen Fernseher. Doch, und da hinten, was packen wir denn da in die Ecke? Packen wir da die Pflanze rein vielleicht? Dann doch. Ja, ne? Die drehen wir dann doch auch noch ein Stück, damit dieses Palm... Wo ist sie jetzt hin? Hier, wenn wir nach draußen Escape drücken, dann wird die wieder zurückgesetzt. Aber können wir doch so in die Ecke. So, ganz knapp. Dass es ja nicht durchgeht hier mir. Nee. Dann haben wir hier noch mehr Luft. Dann können wir hier vielleicht noch irgendwas machen. Genau. Ja, ist auch nicht. Gefällt mir noch nicht so ganz. So eingenischt. Eingenieselt. Genieschelt. Ja, doch, das sieht richtig cool. Erfrischend und warm und ja, einfach schön. Einfach ein anderer Stil mal. Gibt dem echt eine Chance.
Ich würde echt sagen, würdig das mal, dass ich nicht immer das Gleiche baue, weil ich glaube, das ist echt auf Dauer langweilig ohne Ende. So, das passt da auch total gut hin. Den können wir vielleicht hier, nee, geht's gar nicht. Ja, hier der Wecker, ne? Hier der Wecker mit extra laut hier, oder was? Nee, das ist ein Ding, ein Grammophon, nee, wie heißt das? Grammophone, ja. Und was passt denn hier noch aus? Eine Holzuhr? Das ist wieder zu wenig modern, ne? Zu wenig modern einfach. Das ist halt immer die Schwierigkeit hier dabei, ne? Dass man hier natürlich keine richtigen... Ja. Oh, Schachspiel im Schlafzimmer. Wie wär's denn noch mit so einer Kommode oder sowas, ne? Oberflächen vielleicht und was haben wir denn da? Oh, die Kisten, die passen natürlich auch perfekt. Da gibt's ja auch wieder die hellen, ne? Klar, hier Öko-Style en masse. In jedem Zimmer eine Kiste mit Äpfeln. Damit die Vitamine nie ausgehen. Ich finde das total cool, ne? Wie so angespülte Kisten. Sorry, aber die muss ich da reinpacken. Das gehört hier zum Thema dazu. Das ist einfach wahr. Das ist jetzt hier der Tisch. Hey, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde das cool. oh ja, der Schreibtisch. Na klar, den könnten wir auch da hinten reinpacken eigentlich. Ne? Dann machen wir den doch da rein. Hier ist der, glaube ich, mir zu nah am Bett, oder? Obwohl. Ja, diese Ecke da hinten ist echt... Nee. Ja, ich möchte den eigentlich mehr so am Rand haben, ne? Weil der so hoch oben ist. Dann machen wir das doch so. So. Machen wir da hinten die Elektronik-Ecke quasi so irgendwie. So, und dich näher dahin. Und dann ist die Nische auch perfekt ausgefüllt. Komm vor, wir brauchen einen Schreibtischstuhl. Welchen nehmen wir da? Auch wirklich den hier? Nee, ne? Der ist zu crazy, Macy. Oh, da gibt es bestimmt auch ein schönes Türkis. Grün, blau, irgendwie was in die Richtung. Sowas erfrischend. Nee, dann nehmen wir schon den hier, oder? Ja, dann nehmen wir den, der ist okay. Und Electronic, einen Computer. Computer. Wir müssen schon wieder bald den Ding eingeben, dann nehmen wir den Gelb. Den Motherload Cheat. Hier seht ihr schon, wird schon rot hier, Motherload. Hui, Meilenstein. Oh, der hätte das Ding hier. Oh, die müssen aufs Klo. die Brothers hier, oder wie heißen die? Ich habe denen einfach das Haus abgerissen und hier das Green Echo hingebaut. Und da gibt es jetzt noch ein schönes Regal, würde ich sagen. Ein bisschen Deko muss sein, sagt der Sim zu dem Stachelschwein. Nee, ja klar, ein Aquarium. Ein Aquarium. Das ist natürlich das Geilste. Und weil es so schön war, nehmen wir nochmal eins. Ist mir gerade egal. Ist mir gerade egal, was ihr da wieder sagt. Nee, ich weiß nicht, ob das euch gefällt. Müsst ihr mir echt in die Kommentare schreiben, was in die Kühlbox ist natürlich auch heiß. Aber das wird jetzt, glaube ich, dann zu... Wie konnten wir das vergessen? Das ist doch das perfekte Objekt hier für dieses Zimmer. Aus Wellness-Tag, das Regal. Euch liebt dieses Pack. Das hat so viele tolle Objekte. Und das ist doch das Geilste, oder? Das, jetzt ist es ein Unterwasserstrand, Paradies, Algen, Seerosen, ja. Und dann noch ein kleines trotzdem, oh, ja doch, also ich finde das cool. Und diese Steine hier, das ist halt cool. Oh ja, ja, na, no, das gefällt mir. Oh, ich bin selbst überrascht immer wieder, was man da eigentlich für verschiedene Sachen so zusammenstellen kann. Ja. Ja, ja, noch ein bisschen Sport, das könnte gut reinpassen, aber wir haben keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz mehr. Die Ecke da gefällt mir auch noch nicht so ganz. Was könnten wir denn da noch tun? Hier können wir eigentlich auch hier hinpacken. Nee, das passt hier nicht zum Bett, ne? Das ist ein bisschen zu
bringt diesen Schwung, diesen Zen hier außer Kontrolle. Schade, dass es die Kiste hier nicht in halb so breit gibt. Vielleicht können wir auch die Tür hier noch verschieben. Oder wir verschieben die hier hin. Ja, da direkt neben der Tür ist so ein Fitnessgerät, dann eher hinten in der Ecke neben der Tür. Ja, nee, dann lassen wir das so. Du kommst, dass wir hier keinen Platz mehr haben? Du kommst nirgends mehr hin. Ach, schade. Dann kommen die Steine hier auf jeden Fall drauf. Oder hier. Und nee, die Steine kommen hier. Dann können wir nämlich das hier hin. Zwei Aquarien hier. Doch, das ist okay. Das ist okay. Und hier dann ein Fitnessgerät rein. Auf jeden Fall. Irgendwas Schönes. Nee, das nicht. oh ja, das ist auch aus Wellness-Tag. Wenn wir schon das Pack benutzen hier drin, dann gibt es hier noch ein schönes Hellholz, oder? Sowas irgendwie in die Richtung. So. Ja, dann guck mal in die falsche Seite. Oder wir nehmen hier so eine schöne große. Oh, die ist auch cool. Die passt auch hier besser in die Ecke rein. Nehmen wir die hier. Die passt leicht zum Aquarium, will ich jetzt mal behaupten. Aber die anderen Farben, ne, die sind irgendwie nicht so harmonisch hierzu, zu diesem Zimmer-Style. Das ist wieder zu. Ja, Nee, wir nehmen das hier. Auch wenn wir dieses. Ja, das passt hier schon hier auch. Dann ist wieder dunkler und so. Nee, das ist okay. So, jetzt brauchen wir noch Wanddeko, ein bisschen Beleuchtung, würde ich sagen. Oh, was gibt's denn da für schöne Beleuchtung? Dann müssen wir auch wieder Lampen hier mal aussortieren. Dann nehmen wir in jedem Fall hier diese Grünlampen. Die sind eh die geilsten. Hier gerade für Schlafzimmer, weil die geben so einen schönen, ein bisschen warmes Licht. Und dann in Kombination mit so einer hellen noch. Ah ja, ist mir doch ein bisschen zu warm. Also vorher hat es mir besser gefallen mit dem Licht. Müssen wir vielleicht doch nochmal. Wir setzen die einfach ineinander. So, oh, das ist wieder fast so grell, ne? Ja, nee, das ist okay. Das ist okay. So schöne grüne Lampen. Das haben wir hier echt so. Also das Grüne passt jetzt eigentlich gar nicht, ne? Dann nehmen wir die einfach. Die sind Strand, Sonne, whatever. Whatever. Die Tür können wir eigentlich auch noch einfärben. Dann passt das besser. Die machen wir so. Das ist mehr neutral, auch für den Flur. Und hier und da und überall. Überhaupt. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch. Ich wollte noch Wandlampen platzieren. Hier auf jeden Fall Ding. Diese Schuhdingens da. Wo sind die Schuhdingens? Wo seid ihr? Ich suche die jedes Mal. Das ist echt. Ich sag's auch immer wieder. Und jedes Mal finde ich die wieder nicht. Und ich guck mal, ob man die auch über die Suche findet. Schuh. Schreiben kann ich auch nicht. Schuhgeländer? Nee. Schuh-Textsuche. Hier. Textsuche? Ja, gut. Perfekt. Und die gibt's auch in Helmholz, ne? Oder bitte? Oh, nö, bitte. Bitte. Gibt's euch in Helmholz? Auch nicht. Könnte ich schon wieder ausrasten. Oh Mann. Alles gibt's in diesem hellen Holz, bis wieder euch nicht. Naja. Okay, und da auf jeden Fall auch noch für die Wand hier diese hier, genau. Oder die da. Die passen besser. Und die gibt's in hellem Holz, das weiß ich. Passt hier perfekt neben den Schrank hier, würde ich es nicht hinmachen, weil dann ragt es hier rein und dann, ja, dann wird das von den Sims verdeckt. Aber hier neben die Tür passt das auch so alle Garderobe so ein bisschen. Und dann kann man hier im Wandschrank verschwinden. Hier kann man trainieren. Und dann kann man hier Aquarien, Fische und, oh, das Orange hier, das können wir auch noch vielleicht aufgreifen. Haben wir hier nur bei der Tastatur aufgegriffen. So ein Orange könnten wir noch ein bisschen aufgreifen hier drin. Wir brauchen auf jeden Fall noch Wandlampen. Können wir vielleicht die doch reduzieren, weil Wandlampen passen da, glaube ich, ganz gut rein. So ein bisschen Strandfeeling. Was haben wir denn da? Wandlampen.
Welche habe ich denn da genommen? Im Esszimmer, im Wohnzimmer, beim Dingens. Ja, die, ne? Was hat es da noch für Farben? Dann nehmen wir die hellen. Dann reduzieren wir hier ein bisschen. Packen die doch wieder in die Mitte. Und den Rest machen wir hier mit diesen. Ah, das ist schön warm, ne? So richtig schön. Oh Mann, hier ist Winter gerade zur Zeit der Aufnahme. Falls ihr das Video irgendwie später anschaut. Das ist echt nicht witzig. Dann, oh, guck mal das an. Das ist so richtig, richtig schönes, schöne Reflexion von der Wand hier. Dieses Grün, ne? Das läuft so aus, fast schon verlauft. Genial, oder? Muss die Maus hier aus dem Raum rausmachen, sonst sieht er noch heller aus, als er eigentlich ist. Oh, ist das cool. Das gefällt mir richtig gut. Und jetzt noch, oh ne, Teppiche. Aber da werden wir doch was Sandfarbenes finden, sowas vielleicht, bitte. Irgendwas hier, komm, ja, das geht, oder? Für was eigentlich, weiß ich gar nicht mehr, vielleicht hier. Hier ist so ein sandfarbenen Teppich noch, da würde ich jetzt nicht mehr zu arg reinknallen. Mit einer farbigen, nee, das lassen wir so. Du noch ein Stück weiter hier rüber, oh, das wird hier eng. Das wird hier eng mit der Kiste, ne? Nee, das ist auch nichts. Nee, das muss ja schon hier hin. So ein Teppich. Dann haben wir die Teppiche, die dürfen bleiben als Alleinstellungsmerkmal. Nur weil die sonst so, oh, das ist auch nicht schlecht, aber das passt wieder gar nicht, ne? Irgendwie. Weil, obwohl wir den hier vielleicht nehmen könnten. Ja, das ist dann wieder zu viel, ne? Das ist so ein bisschen auch so Meeressandrauschen an die Richtung, aber... Nee, da... Nee, das passt hier ganz gut. Da haben wir noch genug Platz, aber das macht gar nichts aus. Das ist auch gut. Auch gut, da müssen wir nicht irgendwie alles immer vollstellen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Wanddeko. Zum Abschluss ein bisschen Wanddeko. Wanddeko für ein Meeresrauschenzimmer. Ah, da können wir ja gleich mal gucken, ob wir hier mit den neuen Gemälden da irgendwie fündig werden. Was es denn da so gibt. Nochmal Vögel. Oh ja, Vögel ist auch ein schönes Thema eigentlich, ne? Kann man auch mal machen. Das passt ganz gut, muss ich sagen. Ach, das ist ein Dreierbild wieder, ne? Das ist total doof. Sorry, aber diese Größenverhältnisse, hätten die das ein ganz kleines Stückchen schmaler gemacht, würde das auch in eine Zweierwand hinpacken, passen, ne? Hier seht ihr das. Manchmal könnte ich die Entwickler echt würgen. Es kommt auf die Nerfliste für den nächsten Kommentar. Oh, ja klar, dieses schöne Wandbild. Und das können wir eigentlich überall wieder hinpacken. Ist echt cool, ist richtig schön. Aber da brauchen wir gar nichts mehr, dann haben wir hier unseren Freischuss jetzt quasi verbraucht für dieses Bild. Dass wir hier einmal aufhängen und den packe ich noch ein Stück weit hier nach drüben. Nö, so. Der muss auch gar nicht so weit nach oben. Das ist einfach hier Öko-Style, oder? Total. Finde ich cool. Screen Echo, das wird immer besser, geht immer weiter und das war's für dieses Mal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann kommentiert gerne, auch wenn es euch gefallen hat. Natürlich, wenn ihr noch Ideen habt oder Änderungswünsche habt oder Anmerkungen, whatever, was auch immer. Immer her damit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ja... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.